Hallo und willkommen zurück bei Grim Fandango. Wo ich keine Ahnung habe, was wir machen müssen. Also, wir bringen die Blocks da weg. Und ich mache so eine Folge voller Verplantheit und dann schaue ich in die Lösung. Also. Keine Lügen! Keine Lügen! Keine Lügen! Keine Lügen! Sebi! Dann schaue ich in die Lösung. Ganz einfach. Wenn diese Folge nichts passiert, also wenn ich diese Folge nicht schaffe. Dann werde ich in die Lösung schauen. Ganz einfach. Wow. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Nur Polizeichef Bogen weiß, wie man da reinkommt. Müssen wir Glottis hier reinsperren, um ihn von seiner Spielesucht zu befreien? Oder weiß Carla? Ich greife nach Strohhalme. Könnte man sehr gut sagen. Und irgendetwas müssen wir mit dem mit dieser scheiß Apparatur in unserem Zimmer machen. Also dieses Roulette-Tisch-Manipulationsgerät. Und ich weiß nicht was. Hast du mir verziehen? Noch in der Ärgerphase. Oh. Ja, mit Carla. Also gut, probieren wir mal den Schwachsinn am Roulette-Tisch aus. Also, wie soll ich sagen, also viel mehr verbocken kann ich es ja nicht. Im Moment habe ich ja keine Ahnung, was man machen muss. Die letzte Folge, den Typen befreit. Hip hip bra. Und jetzt wieder keinen blassen Schimmer. Moment, mit diesem Roulette-Tisch-Manipulationsgerät können wir machen, dass Boger wieder gewinnt. Der ist der Einzige, der weiß, wie man ins Gefängnis kommt. Ich habe eigentlich immer vorgehabt, es besser zu verstecken. Keine Ahnung. Le numéro gagnant, le 16, rouge, père aimant, 16, rot. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, ihr Einsatz bitte. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Was muss ich machen? Also, eine spezielle Zahl, aber ich wüsste sonst nicht welche und die 8 habe ich schon mal. Le numéro gagnant, le 9, rouge, empairement, 9, rot. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, ihr Einsatz bitte. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr bitte. Ich zünde jetzt mal an und mal schauen, was passiert. Also, ja. Vielleicht tut das dann automatisch. Le numéro gagnant, le 10, noir, pair aimant, 10, schwarz, die Bank zahlt, la Bank paye. Die Bank zahlt?
Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and Gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames et Messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Moment. Ladies and Gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Ich 16. Le numéro gagnant, le 16, rouge, carrément, 16, rot. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Und ich kann auf jeden Tisch sagen, ob es an oder aus sein soll. Und wer ist's? Le numéro gagnant, le 9, rouge, impairement, 9, rot. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Moment, wenn ich dieses Tablet... Le numéro gagnant, le 10, noir, carrément, 10, schwarz. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, Ihr Einsatz, bitte. Moment. So, rein da. Le 2, noir, carrément. Numéro 2, die 2 gewinnt. Ihre Chips, Monsieur. Schon wieder? Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and Gentlemen, Ihr Einsatz, bitte. Mesdames et Messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and Gentlemen, nichts geht mehr. Alles okay hier unten? Er scheint uns vergeben zu haben. Bitte, lassen Sie ihn weiter gewinnen, ja? Okay, rede mit ihm. Nicht solange Sie verlieren. Und wer ist dieser Typ hier? Nicht solange Sie verlieren. Okay, dann reden wir mit ihm. Ich wusste, dass Sie nicht lange böse sein können. Oh, ich bin immer noch böse. Aber nichts muntert mich mehr auf als gewinnen. Polizeichef Bogan, der beste Bulle Rubakavas. Genau genommen, der einzige Bulle Rubakavas. Ich wusste, dass Sie nicht lange böse sein können. Oh, ich bin immer noch böse. Aber nichts muntert mich mehr auf als gewinnen. Le 9, rouge, impairement. 9, rot. Die Bank satt. La Banque paye. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Nicht solange Sie verlieren. Ladies and Gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Okay, Sie sagen. Er sagt. Er muss gewinnen und die anderen verlieren, oder wie? Mesdames et Messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies ich wusste, und dass Sie nicht lange böse sein können. Oh, ich bin immer noch böse. Aber nichts muntert mich mehr auf als gewinnen. Keine Einsätze mehr, bitte. Muss er verlieren? Moment. Wenn er verliert, wird er Glottis in den Bau stecken und dann können wir mit ihm weg. Keine Ahnung. Le numéro also, gagnant, le 9, rouge, hier, glaube ich. 9, rot, die Bank satt, la Bank paye. So. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and Gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames et Messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and Gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Also schalten wir überall mal wieder das Zeug aus. Mal schauen, was passiert. Le numéro gagnant, le 15, noir, impairement. 15. Schwarze. Okay, hier sagt. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and Gentlemen, mais les keine.
So. Die 14 gewinnt. Le 14, Numero 14 est le gagnant. Sie meinen die 2, habe ich recht? Oh nein, Monsieur, die 14 gewinnt. Ich glaube, da irren Sie sich. Tut mir wirklich leid, Sir, aber es ist die 14, die gewinnt. Vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt reicht's. Calavera nimmt sich langsam zu viel raus. Mir gefällt es nicht, Razzien zu machen und Läden zu schließen. Aber irgendjemand muss dem guten Manuel beibringen, was Recht und Ordnung bedeutet. Hier entlang, da hinten. Ich will, dass sich alle Mannschaftswagen füllen. Und bringt mir Manny Calavera. Ich will ihn persönlich verhören. Razzia, wie lange werden Sie den Laden dicht machen? Aha. Ja, du solltest dem großen orangefarbenen Säufer den Kredit sperren. Ja, genau. Schmeiß ihn raus und bring mir Calavera her, damit wir über seine Schulden reden können. Hey! Lasst mich da sofort wieder rein! Schließlich bin ich ein VIP! Steht das für verarmter, irrer Pianist? Och, Manny, ich will kein Pianist mehr sein. Ich bin Mechaniker. Ich weiß, deshalb habe ich dir einen neuen Job besorgt. Komm, wir holen dein Werkzeug. Und ich darf mit der Maschine machen, was ich will, sie frisieren? Klar, aber du wirst voll auf damit zu tun haben, sie über Wasser zu halten. Danke auch dafür, dass du nicht allzu viele Fragen gestellt hast. Nach dem, was mit Naranika passiert ist, verstehe ich, dass ihr verschwinden wollt. Hoffe bloß, dass ich dich nicht wieder aus dem Becken fischen muss. Nächstes Mal bleibe ich unter Wasser, versprochen. Okay. One year later? Boah. Ernsthaft? Captain Calavera? Puerto Zapato, Matrose! Wir sind endlich da! Schöner Hafen, was? Ja, Sir. Unten warten ein paar Zollbeamte, Sir. Sie wollen das Schiff durchsuchen. Schön, okay. Wir haben nichts zu verbergen, hm? Wir haben keine Leichen im Keller. Ei, Sir. Sichert die Leinen, Jungs. Diesmal aber gründlich. Manuel? Salvador? Ich hoffe, diese wichtige Nachricht erreicht dich rechtzeitig. Unser Mann in Zapato berichtet, dass Miss Colomar den Hafen nie erreicht hat. Man sagt, sie sei bei der Perle über Bord gesprungen. Was immer du auch tust, geh nicht nach Puerto Zapato. Es ist eine Falle. Als Zollbeamte verkleidete Mörder werden versuchen, an Bord zu kommen. Sieh dich vor. Viva la Revolution! Also. Die Errungenschaft freigeschaltet. Ja, 2. Alles, was der Typ angefasst, wird zu Gold oder was? Ein schäbiges Café wird zu Calavera-Café. Eine Spielhülle, wo gut abwirft. Ein runtergekommenes Schiff wird zu einem Luxusdampfer. Und seit wann können die Tauben reden? Also gut. Fähnrich! Alle wurden ersprossen. Moment. Fähnrich Arnold war doch noch ein Kind. Es tut mir so leid, dass es so enden musste, Matrose. Ei, ei, ei. Oh nein! Hier passiert. Diese Schweine. Das darf doch nicht wahr sein. Hey,
Er ist hier hinten. Schnapp ihn dir. Zollkontrolle, öffnen Sie die Tür. Na klar. Ja, wir wollen Ihr Gepäck überprüfen. Keine Sorge, Captain. Hier drin sind wir sicher. Okay, lass uns einfach die Sprengsätze anbringen und verschwinden. Okay, rede mit Glottis. Knopf drücken. Von hier wird der Backbordanker bedient. Backbord! Dann ist das das Steuerbord. Anker. Steuerbord! Dann ist das... nein, Moment. Okay, beenden. Ups. Bedeutet beenden. Also was ist das? Ichole! Glottis hat dem alten Diesel aber ordentlich Dampf gemacht. Wenn sie noch etwas stärker wären, könnten wir die Sache vielleicht noch rumreißen. Ich hab's versucht. Oh, wie habe ich es versucht. Aber es hat nicht gereicht. Sie sind nicht stark genug. Hey, Ruhe bewahren, Seemann. Ich denke, die Maschinen steuert man am besten über die Kontrollen da drüben. Und nicht durch Handauflegen. Okay. Okay, was ist das? Das ist der Hebel für die Backbordmaschine. Okay, Backbordmaschine. Okay, schmeißen wir das rund. Und jetzt benutze das. Mal sehen, was passiert, wenn ich es einfach... Ja, gut, hier dann. Okay, keine Ahnung, was ich mache. Okay, beenden. Und jetzt diesen Knopf hier drücken. Nicht dran. Was haben wir? Die Sense. Eine Sense und... Oh mein Gott, eine weitere Sense? Wie viele Sensen hat der Mann? Nun, Witz. Ich weiß, dass der nur eine Sense hat. Gemacht. Okay. Einen Moment. Rein mit dir, Matrose. Okay, jetzt rausschauen. Ich glaube, jetzt können wir es. Los. Es ist bestimmt leichter, ihn per Motor hochzuziehen. Okay. Gut. Auswahl. Und hier. Es ist bestimmt leichter, ihn per Motor hochzuziehen.
Ja, aber... Was genau hat er vor? Warum lasst man mich immer im Unklaren, hä? Ich habe eine Idee. Perfekt. Auf. Und jetzt hier hin. Was? Beenden. Dann benutzen wir den. Ah. Ja, Auswahl. Benutzen. Sehr gut. Tja, das war's. Und jetzt hier drauf drücken. Los geht's. Glottis, halt dir die Ohren zu. Was war das? Die Sollbruchstelle, Kumpel. Und jetzt raus. Komme nicht dran. Okay. Nach vorne. Nach hinten. Ja. Ah. Lola. Er hat das Schiff nach Lola benannt. Nur ein bisschen weiter, Glottis. Brauchen die eigentlich Luft? Okay, gut. Melly, ich ertrinke! Mir da! Reg dich ab, Matrose. Du hast leicht reden. Du hast ja keine Lungen mehr. Hey, du hast schließlich ohne Herz gelebt. Dann wirst du es ja wohl auch ein Weilchen ohne Luft aushalten. Zumindest bis mir einfällt, was wir tun sollen. Okay, gut. Also Leute, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.